Oh. Ein Chaosportal in Nemesis Tessera. Oh, wie schrecklich. Das heißt, dieser Sektor wird auch vom Chaos überrannt werden. Es sei denn, die Orks nehmen das jetzt ein und starten einen Wah. Ein Wah. Und vielleicht können die dann am besten. Vielleicht werden die Orks dann gegen das Chaosportal anrennen und umgekehrt. Das wäre ganz schön lustig. So, der schwächt die Gegner für uns vor. Das ist sehr freundlich. Ein bisschen. Ach Leute, wir wollten Imbrium vorgeschwächt nehmen. Zumindest wird Lethal 11 schon mal für uns vorgeschwächt. Okay, die reparieren da ein bisschen was. Was in Medusa passiert, ist nicht wirklich unser Problem. Ja. Das Orks. Und das Imperium hat sich Sabena geholt. Nach all den bisherigen Versuchen. Die Endrunden werden nämlich ganz schön lang. Ja. Leute! Geht raus aus Sanctuary! Wir müssen da durch! Okay. Hängen wir noch in der Sequenz. Ach so. So. Gut. 62. Die Chaos-Sachen in Imbrium haben. Oh Gott, es gibt ganz viele Sachen, die wir in. Garus. Genau. Die Chaos-Flotten haben bewiesen, dass sie uns nicht in Frieden lassen wollen in Imbrium. Das heißt, da sollten wir sofort zuschlagen. Damit wir danach in der Lage sind, Lethe 11 und den Riven Expanse wahrscheinlich in einem Zug sogar zu nehmen. Okay, das heißt, wir holen uns Imbrium. Möglicherweise muss Quinks warten. Ah ja, muss diese visuellen Ruckler ja lieben, ne? Natürlich. So, an andere Ebene. Wie sieht es in den Sentinel Worlds aus? Wie lange noch, bis das ein passiert? In einem Zug. Irgendwelche Sachen, die wir dafür noch vorbereiten können. Hier können wir vielleicht eine verdammte Scourge bauen. Nope, dafür haben wir auch einen Punkt zu wenig. Okay, sei es drum. Keine Scourge. Die Admiralen sind alle auf gute Schiffe verschoben. Sieht so aus. Caliban. Zumindest hat uns da kein Minenfeld vorgesetzt. Wir müssen uns durch die Drukhari durchkämpfen, damit wir in der Lage sind. Und ja. Die Craft World Ostara anzugreifen. Möglicherweise sind da an dem Fall die
Pommesgabeln besser als die Croissants? Das werden wir dann ja gleich sehen. Ich denke, das kriegen wir hin. Gut, hast du all die Planeten aufgewertet? Ja. Okay. Wir stürzen uns jetzt direkt darin, die Elder zu deaktivieren. Zuerst nehmen wir Sanctuary ein. Schlachtruf. Wir werden uns im Nebel verstecken. Das sind Drukhari. Ich hätte lieber drei Croissants plus eine. Plus ein Mini-Croissant plus ein Escort-Schiff. Sehen nämlich schon irgendwie lustig aus. So ein kleines Escort-Schiff umzingelt von drei richtig fetten Schlachtschiffen. Was tust du mit deinem Headset die ganze Zeit? Ich weiß nicht, das Kabel ist irgendwie problematisch. Es kommt ganz ans Headset. Ich habe noch keine Ahnung, wie du das hinkriegst. Ist auch Nist. Ach, guck mal, wir haben hier direkt Nebel, den wir uns verstecken können. Wie zuvorkommt. Meine Schiffe haben eine leicht höhere Reichweite als deine. Also sollten die vielleicht ein bisschen dahinter stehen. Du kannst dich schon mit den Breitseiten zudrehen. Oh, Alter! Du hast mein Schiff gerade verschoben. Da kannst du jetzt vielleicht ein bisschen weiter hinten schieben? Nein, komm, Alter! So. Zack, reaktiver Rumpf war das? Nein, was denn? Nachladen, ist, oder zerstörter Blitzbogen. Okay, für deine Schiffe wahrscheinlich Blitzbogen, abgesehen vom Flaggschiff. Das Flaggschiff könnte auch Nachladen sein. Okay, es verwechseln immer die Worte. Flaggschiff? So. Ach, Nachladen. Ja. Für mehr Kugeln, die wir entgegenschmeißen. Und dein eines Schiff? Das kein Flaggschiff ist, kann dann gleich hier hin oder so ein Geschwader hinsetzen, damit wir die Feinde sofort sehen können. Okay. Spiel? Wie Spiel? Spiel ist schon los. Ja, aber ich habe einen Ruckler gerade. Lang. Mein Spiel ist ja, glaube ich, eingefroren. Also bei mir läuft alles, ne? Wirklich? Ja. Ah. Bei mir ist alles stehen geblieben. Ich kann nichts tun gerade. Also bei mir geht alles. Drück Leertaste. Verlangsamt sich die Zeit dann. Nein. Also ich glaube, mein Spiel ist eingefroren einfach. Ich kann gerade wortwörtlich nichts tun. Hast du Musik? Bewegt sich irgendwas? Ich hab Musik. Nee, ich hab Musik, aber nichts bewegt sich. Oh. Rein draus haben vielleicht? Das ist, was ich gerade versuche. Jetzt habe ich nur schwarzen Bildschirm. Oh. Oh, mein Spiel ist auch eingefroren. Musik. Okay, das Spiel ist gestorben. Alt F4. Ja, rausgepickt worden. Alt F4 hilft nicht, okay. Task Manager, komm mal her. Du musst mal kurz das Spiel ermorden, weil es keine Rückmeldung hat. Gut, das ist auch mal wieder schön, dass es passiert ist. Zum Glück kann ich auf einer Endrunde. Zum Glück auf einer selbstaktivierten Schlacht. Ein Fall von... Oh.
Komm schon, Spiel starte jetzt bitte. Du brauchst jetzt wirklich nicht so lange. Es braucht scheinbar tatsächlich so lange. Bam, 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 bam. Also, jetzt startet das. Ja, bei mir wurde das Spiel wenigstens beendet. Es wurde nur rausgekickt. Ist ja bei dir nicht abgestürzt. Ja, wir wissen, Unreal Engine 4, wie wir oftmals erinnert werden. Nee. Was? Hat es nicht gesagt, es hat's in den Knochen? Es war kein Unreal Engine Error. Es war ein stinknormaler keine Rückmeldung Crash. Dennoch, es hatte in den Knochen, dass etwas passieren würde. Okay. Gut, es war kein Unreal Engine Crash, aber immerhin sagen wir 70% lag es richtig. Okay, wo wir stehen geblieben waren. Erstmal muss ich dich wieder einladen. Ja. So. Was wir mit einem Unreal Engine Crash wird mir auch noch widerfahren. Badadidadidambadi. Dun dun da da. So, nochmal. Schlachtruf. Oh, yay! Er hat meine, Ein Geschwader? ja, Geschwader mit, Das hatten wir letztens schon festgestellt, dass die Geschwader geblieben sind, Luft. Laden. Ja. Ich weiß es. Ich dachte nur, vielleicht diesmal nicht. So, gleich nochmal. Denn ihr bist ein bisschen klein. Was mit dem? Der wird klappen, schätze ich. Stell mich hinter dich, so. Okay. Jetzt auf Nachladen. So. Das Schrotterblitz? Nee, das auf Nachladen. Das auf. Die Rumpf 9 breit. Sie On the march. Bam. Bam. Da, da. So. Dann. Blitz. Drop void anchors. Inevitable. Nein, 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 nicht. Nein, Schiffe, hört auf. Hört auf, blöd zu sein, bitte. Denied. As you command. Ich liebe es, wenn die Maus mit Sunglasses dekorieren kann, richtig Base. Oh Gott! Sylvanas hat die Siedler 6 Tage Statue mit Sonnenbrillen überzogen. Jetzt sieht das aus.
Jetzt sieht das kleine Emote irgendwie aus wie so eine Nase mit einer Sonnenbrille drauf. Ich dachte kurz, dass ganz hinten über den Kartenrand hinweg wären Spinnenbeine. Ganz hinten über den... Oh, ich sehe, was du meinst. In der Rüstung. Diese komischen dreieckigen Strukturen da hinten. Ja. Du weißt auch schon Kugeln und endet er? Ja. Oh nein, nein. Ja genau, ihr beiden geht auf Gruppe 1, ihr beiden auf Gruppe 2, so. Gleicher Status wie zuvor, Sylvanas. Was das Pen and Paper angeht. Ich verfüge leider nicht über die Peitsche, um das zu beschleunigen. Ah, da kannst du ein neues Spähgeschwader losschicken. Oh, guck mal, da explodiert das erste feindliche Schiff. Oh. Ich schätze, ich gehe auf die Blitzbogen jetzt, Bögen jetzt über. Einfach komplett. Keine Sorge, ich fange ab. Zu früh. Fuck. Ah gut, die wurden abgefangen scheinbar von dem Geschwader. Ja, ich hab die Spinnenposition zu früh gefunden. Ich hab den Knopf nicht gefunden und dann war es gewissermaßen zu spät. Oh nein, wie schrecklich. Ah, Mini-Flieger, nicht jetzt. Nein, nicht, das ist meine Brille. Ist mir egal, ob du kurz bist oder nicht, Mini-Flieger. Ich brauche diese Brille. Ich werde den Forschung übermitteln. So. Au. Hallo. Ah, das gefällt mir ganz und gar nicht. Keine Moral für euch. Keine Moral und durchgesägt. Keine Gnade einfach. Oh, mein Waffen sind sehr kaputt. Sind sie das? Bei, ja. Wie sieht es mir okay. Jetzt aus? Nicht mehr. Dein Schiff ist noch auf Retros. Oder zumindest eines, glaube ich. Deswegen ist meine Crossau reingerammt. Ah. Oh, das klingt gut. Hey, mein Deck. Hier geblieben! Du mit den Triebwerken! Immer diese Hit and Run Taktiken. Oh. Guck mal, da kommt so ein Jagdgeschwader an. Aber das verabschiedet sich jetzt gleich, wie es aussieht. Das heißt, dass hier in der Region noch irgendwas vegetieren wird.
neben dir. Okay, jetzt Breitseiten. Da ist doch ein großer. Und lustig, Idiot. Oh, und trotzdem noch daneben. Schade. Und verreck. Perish. Ey. Ich gehe jetzt auf Nachladen über. Sie sind nicht mehr geclustert. So. Okay, diese Schiffe gehen richtig ab. Ja. Wir brauchen noch ein drittes. Ich finde, die kommen mit zwei ganz gut. Andererseits, ja, hast du recht. Wenn wir noch eine Stufe aufsteigen, können wir noch ein Escortschiff dazu tun. Und dann haben wir das Sichtproblem nicht mehr so sehr. Genau. Die Schwärme hat nämlich echt exorbitant viel Power drin. Ja. Und man verliert weniger schnell die Übersicht, wenn man weniger Schiffe hat. Das stimmt. Und das ist halt ein Problem, das die KI nicht hat. Ich vermisse trotzdem nicht mehr Krugs Honor. Es war richtig schön, einfach so ein Schiff zu haben, das ein automatischer Ich-Gewinne-Knopf war. So. Alle Schiffe einmal kurz reparieren. Weil die Kombination bislang recht zufriedenstellend funktioniert hat. Der Zerstörung des Portals zum Netz der 1000 Tore, die Überfälle der Eldari nicht in so großem Maße eindämmen konnte wie erwartet, hat es sich dazu aufgemacht, die Überreste des Tores zu untersuchen. Dabei konnte er den Standort einer Crawford der Eldari namens Ostara ausmachen. Heron und Markum planten, diese Information zu nutzen und der Eldari-Bedrohung ein für alle Mal Einhalt zu gebieten, indem er Ostara zerstört. Wir gehen jetzt Gillimans Elder Girlfriend zusammenschlagen. Yep. Und dafür brauchen wir die Power eines Katan. Aber ja, Sylvanas, das klingt sehr vernünftig. Oh nein, Gilliman wird wirklich nicht glücklich darüber sein. Schätze ich. There can be no forgiveness for what you attempt today, soulless one. Not even should 100 millennia fall away into the past. Esteemed foe. I regret that your forgiveness matters nothing to me. My dynasty's survival supersedes your own. Then we shall fall upon you without mercy. Our gathered wrath shall scour you from the heavens. Your wrath matters to me even less than your forgiveness. Tsar, is Cleorec's fleet prepared? So he reports. The Transcendent Catan's shackles are being removed as we speak. The explosion should be memorable.
Es ist wirklich immer schön, wenn die Necrons einen bedrohen, dann machen die das in Form einer höflichen E-Mail. Verehrter Feind, was du sagst, ist mir so egal. So, Nachladen wird wichtig. Nachladen und Zerstörung der Blitzbogen können beide sehr wichtig sein. Denn wir dürfen nicht vergessen... Eskortieren? Eskortieren und beschützen sie mindestens zwei Schiffe bis mit Todessphären, bis sie das Zielgebiet erreicht haben. Und wir müssen bedenken, es ist Ostara. Du erinnerst dich, als wir die Craftwelt mit der Imperiumsflotte vor Darkhammer beschützen mussten, was für ein Spielzeug wir denn in die Hand gedrückt bekommen hatten. Mit der Infinity-Kanone, der Unlimited Nova-Kanone, die da war. Ah. Ja, ich glaube, die kriegen wir ab. Wir kriegen die ab. Wahrscheinlich, ja, wir kriegen die wahrscheinlich gleich ins Gesicht. Oh shit. Sylvanas schreibt gerade, verehrter Feind, geschrieben in Comic Sans. Oh. Die waren Necrons einfach. We stand ready for your decree. Commence your assault. Have your night shrouds employ Death Sphere against the craft world's infinity cannons. Oh! As you wish, great one. Oh! Hold the Catan. Hold the Catan and your command vessel in reserve until the defenses are overwhelmed. We shall not squander its power through hasty action. Ist bewahre meine Sprünge auf. Wer hat Nachladen ist gesund. Unbewaffnete Schiffe. Sie müssen unter die Kilorex-Kommando stehenden Schiffe entwaffnen, um die Ausrüstung zu installieren. Es braucht die TUS. Okay. Calm yourself, sir. Also wir müssen die hier machen. Ja. Okay, ganz viel da aus Quatschiff kommt jetzt gerade hier an. Ja, ich denke, wir sollten uns das aufteilen. Oder? Sollten wir nicht. Stärke, Nummern und so. Ja. Versuchen wir so ein bisschen in der Mitte zu treffen. Wir kommen uns aber hauptsächlich mit den Quatschiffen entgegen. Im Nebel vegetiert da schon wieder jemand. Zerstörter Blitzbogen erstmal auspacken. Fuck. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo? Oh nein, oh nein, oh nein. Was? Alter. Ein Eskorzer wäre es nicht hier. Das wäre es wohl. Deswegen, wir müssen aber noch eine Stufe aufsteigen, damit wir die vernünftig, damit wir die mitnehmen dürfen. Ach komm schon! Was haben wir gesagt? Das Problem ist, die schießen in der Flanke auf uns. Ganz aggressiv. Ich muss mich da leider hinbewegen, weil wir keine Scotchiff dabei hatten. Naja, Sprünge behalten für die Infinity-Kanone. Ja. Die schreckliche Dinge mit uns tut. Außen packe ich noch kurz den Scarabeus-Schwarm aus, um das Schiff am Leben zu halten. Oh, guck mal, Infinity-Kanone schießt. Ich bin spät wieder abgestürzt. Ah, nee, doch nicht. Zum Glück nicht. Okay. Zum Glück ist die Infinity-Kanone. Ich bin gerade fest. Okay. Luftschützt du die auf der anderen Seite hinter uns? Du meinst die hier? Die? Ja. Those armaments must be silenced. Muss erstmal wieder umdrehen. Das kriegst du hin. Dein Schiff ist aber schneller da als meine. So. Hört ihr auf, mein verdammtes Deck zu beschädigen? Rückzug. Achso, die erste Kanone ist weg. My design takes shape. Wir können keine Zonen mehr machen.
live our foes into oblivion. Cleric, proceed to the assigned position. We will provide cover. As you wish, great one. Okay, die haben jetzt keine Infinity-Kanonen mehr. Krank. Ah ja. Die Crawford kommt ein bisschen näher. Ja. Oh Gott. Vor allem wir bewegen uns näher und die bewegt sich näher. Ja, und mir wird schon lässig. Wieso krieg ich das Bewegungskrankheit, heißt das so? Ja, Motion Sickness. Ja, bei Videospielen, das ist so übel. Oh, Torpedos können mich mal, Freunde. Ja, Luffy, ich muss auch sagen, ich krieg's auch gerade ein bisschen. Und ich bin eigentlich sehr resistent gegen sowas. Das Teil ist aber einfach so massiv riesig. Ich glaube, daran kann es liegen. Ja. Shit! Ah, das ist gut. Oh nein, mein Spiel ruckelt. Oh. Er meint's auch. Aber das Gute ist, dass... Welches Schiff kommandierst du gerade überhaupt? Es sind einfach Elder-Schiffe, die explodieren sowieso einfach die ganze Zeit. Die sind so Ramba. Da! Neben mich, das ist vor uns teleportiert. Das war alles. Ich hab mich nicht vor dich teleportiert. Da hast du. Hinter mir ist keine Ahnung, vor mir. Es ist da. Um dich drum herum. Mir ist schwindelig. Ich muss meine Schiffe wieder zusammenführen. Oh Gott. Ja, Ostara hält jetzt still. Nach diesem Kampf holst du mir ein O-Saft. So. Okay, das Eskortschiff erreicht den erreicht die Abwurfstelle des Katans gleich. Aber das gibt einem einen gewissen Blick wie... Oh, fuck! Es wird aufgehört, es zu bewegen. Halleluja. Okay. You shall have the time you need. Zaha, you are certain the Catan has sufficient power. Indeed, Great One. I have infected it with a tachyophage. Already the Catan's form decays, the power building exponentially with every moment. As I wish, I could end a star with such might. The Catan is launched. The end comes. One fragment of a betrayer finds absolution in oblivion and delivers us to victory. Most excellent. So. Okay. Meine Augen. Im Endeffekt haben wir jetzt gerade ein Stück von Sternengott überladen und in einfach das Zuhause von mehreren Milliarden Eldari geworfen. Yay! Genozid! Aber richtig harter Genozid. Hey, sind wir ehrlich, sorry, die haben das verdient mit der Bewegungskrankheit, die mir gegeben haben. Oh. Da kommt dieses riesige Teil einfach näher. Ich glaube, so ähnlich muss es aussehen, wenn der Mond irgendwie viel näher an der Erde wäre. Da kriegt man wahrscheinlich auch so ein Gefühl, wenn dieses riesige Teil sich den Augen nähert. Ah. Guck mal, Ren ist tot. Oh nein.